Herbst 1529. Ein riesiges türkisches Heer belagert Wien. Sultan Suleiman der Prächtige hat aufgehört zum Heiligen Krieg. 20.000 Menschen eingeschlossen. In der Stadt herrschen Angst und Verzweiflung. Wenn Wien fällt, so scheint es, ist auch der Rest Europas nicht mehr sicher. Wien zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Eine der größten deutschen Städte. Nur 150 Kilometer östlich beginnt das Osmanische Reich. Im Mai 1529 überbringt ein Bote die Nachricht, dass sich in Istanbul ein gewaltiges Heer auf den Weg gemacht hat, um Wien zu belagern und zu erobern. Unter den Bewohnern geht die Angst um. Unter ihnen Peter Stern von Labach, österreichischer Kriegssekretär. Kämpfen, wenn es zur Schlacht kommt, kann ich nimmer. Mein Auge ist zu schwach und die Knochen zu gebrechlich. Tag für Tag will ich daher meiner Pflicht nachkommen und das Schicksal Wiens genauestens festhalten. Wien, eine Stadt am Rande des Habsburgerreiches, das seine Stärke und seinen Reichtum dem Meer verdankt. Wer das Meer beherrscht, beherrscht die Handelswege. Europa macht sich auf, Amerika, den neuen Kontinent, zu unterwerfen. Der Herrscher in diesem Reich ist Karl V. Er regiert ein Imperium, in dem die Sonne niemals untergeht. In Europa steht Karl V. in Konflikt mit dem Osmanischen Reich, um die Vorherrschaft im Mittelmeer und auf dem Balkan. Eine machtpolitische Auseinandersetzung, schon damals stilisiert zum Kampf der Kulturen, zum Kampf zwischen Christentum und Islam. Die Belagerung Wiens ist Teil dieses Kampfes. In Diensten der Habsburger Peter Stern von Labach. Als Kriegssekretär verfasst er die offizielle Chronik der Verteidigung Wiens. Ein einzigartiges Dokument. Anfänglich, als man zählt nach Christi Geburt das 1529. Jahr, hat sich der grausame Tyrann und Erbfeind des christlichen Glaubens, Sultan Suleiman genannt, mit all seiner Rüstung und Kriegsvolk hierher aufgemacht, die Christenheit zu bezwingen und ihm untertänig zu machen. In seiner Chronik beschreibt Peter Stern die Bedrohung, die vom Osmanischen Reich ausgeht. Ein Weltreich, das vom Balkan bis Nordafrika reicht. In seiner Staatsorganisation ist es den europäischen Staaten weit voraus. Man konnte sogar Petitionen an den Sultan schreiben. In den offiziellen Dokumenten kann man dies sehr genau nachvollziehen. Zum Beispiel ein kleiner Bauer aus Anatolien, der eine Bittschrift über Missstände in seinem Dorf an den Sultan geschickt hatte. Daraufhin sind Staatsbeamte von Istanbul ausgesandt worden, um sich vor Ort darum zu kümmern und im Namen des Sultans Recht zu sprechen. Der Arm des Staates reichte also sehr weit. In Istanbul, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches, herrscht Suleiman der Prächtige. In seinem Expansionswillen ist er vergleichbar mit Karl V. Und so wie Karl V. erklärt auch er den Krieg
zu einer Auseinandersetzung zwischen den Weltreligionen. Suleiman ruft auf zum Dschihad, zum Heiligen Krieg. One has to remember, of course, that the Sultans did not see themselves, for instance, as die osmanischen Herrscher sahen sich nicht in erster Linie als religiöse Herrscher, auch wenn sie den Titel eines Kalifen trugen. Der wichtigere Titel war der eines Sultans. Aber als Kalifen benutzten sie den Begriff Dschihad als eine rhetorische Floskel, um die Truppen zu motivieren und ihnen ein Ziel zu geben. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eigentlich ein normaler territorialer Konflikt mit den Habsburgern war und nicht in erster Linie ein religiöser. Im Mai 1529 macht sich das osmanische Heer mit 150.000 Mann auf den Weg nach Wien. Die erste Station ist Belgrad. Doch der Marsch ist beschwerlich. Ungewöhnlich starke Regengüsse haben die Wege aufgeweicht. Schwere Kanonen müssen zurückgelassen werden. Das osmanische Heer versinkt im Schlamm. In den meisten Landstrichen haben die Regenfälle fast die gesamte Ernte vernichtet. Die Preise für Getreide sind 20-mal so hoch wie gewohnt. Ein Sekretär des Sultans hält die Ereignisse in einem Tagebuch fest. Es regnete so stark, dass viele Leute im Fluss ertranken. Einige Pferde und Kamele riss das Wasser mit und brachte sie um. Die Menschen stiegen auf die Bäume und verbrachten da 2 Tage und Nächte. Der Bericht des osmanischen Sekretärs ist der einzige türkische Augenzeugenbericht vom Feldzug gegen Wien. Er existiert nur in einer Abschrift, die den Namen des Verfassers nicht preisgibt. Es muss ein Mann gewesen sein, der den Feldzug in unmittelbarer Nähe des Sultans erlebt hat. Ebenso wie der Bericht Peter Sterns ist auch seine Darstellung in offiziellem Auftrag verfasst. Detailliert hält er die Widrigkeiten des türkischen Anmarsches fest. Selbst in einem guten Jahr waren die Flüsse nicht so kanalisiert, wie wir das heute kennen. Nicht das ganze Land war trockengelegt. Überall gab es Sümpfe. Aber die Osmanen mussten bei ihrem Anmarsch den Flüssen folgen und sie auch überqueren. Ein großes Problem für jede Armee. In der Chronik des Feldzuges werden diese Schwierigkeiten sehr ausführlich beschrieben. Der Vormarsch des türkischen Heeres ist eine logistische Meisterleistung. Nach 4 Monaten und fast 2000 zurückgelegten Kilometern ist es soweit. Das türkische Heer steht trotz aller Widrigkeiten kurz vor Wien. Ihm voraus geht die Angst.